welchen geisteskranken Transfer steht jetzt Paris Saint-Germain? Welcher spektakuläre Plan hat jetzt der FC Bayern mit Falfinha ausgehandelt? Und welches Top-Talent steht noch auf der Bayern-Liste? Das und vieles, vieles mehr jetzt hier nur bei uns in diesem Video. Diese Woche machen bereits Berichte die Runde, dass der FC Liverpool im Sommer ein Verkauf von Luis Díaz bereit sein soll. Jetzt wird ein weiterer Interessent für den Kolumbianer bekannt. Wie die RMC berichtet, diskutiert Paris Saint-Germain eine Verpflichtung des Flügelflitzers. Díaz steht auf einer noch unvollständigen Shortlist für mögliche Sommertransfers der Pariser. Ganz einig ist man bei PSG allerdings nicht, ob der 27-Jährige eine Verstärkung darstellen würde. Etwas entschlossenerer ist man da beim FC Barcelona, dessen Interesse jüngst bekannt geworden ist. Die in dem Zusammenhang kolportierte Ablöseforderung der Reds von 120 Millionen Euro dürfte am Eiffelturm etwas leichter aus dem Geldbeutel hüpfen als bei den armen Katalanen. Wir machen weiter mit einer Meldung von der Bundesliga. Omar Marmoush hat sich bei Eintracht Frankfurt prächtig entwickelt. Einem Bericht zufolge würde die Verantwortlichen den Mittelstürmer ab einer gewissen Summe schon wieder abgeben. Ablösefrei wechselte Omar Marmoush zurückliegend im Sommer von VfL Wolfsburg zur Eintracht, der Mittelfeldspieler, und pumpte sich am Main als echter Transfer-Coup. 21 Torbeteiligungen, 15 Treffer und 6 Assists stehen bis dato auf dem Konto des 25-jährigen Ägypters. Nur logisch, dass die Adler langfristig mit Marmoush planen. Eigentlich, denn ab einer bestimmten Summe würde Sportvorstand Markus Krösche und Co. einknicken. Wie aus einem Bericht der Bild hervorgeht, wurde das Preisschild mittlerweile deutlich erhöht. Statt 30 bis 40 Millionen Euro fordern die Verantwortlichen nun mindestens 50 Millionen Euro. Zahlungskräftige Interessenten stehen bereits Schlange. Nach Newcastle United und Tottenham Hotspur beschäftigt sich laut dem Boulevardblatt auch der FC Arsenal sowie der FC Liverpool mit Marmoush. Die englischen Spitzenclubs denken über die Verpflichtung im Sommer nach, heißt es. Der Eintracht könnte demzufolge nach dem letztjährigen 95 Millionen Verkauf von Randall Kolo Muani an Paris Saint-Germain der nächste Geldregen winken. Ein noch bis 2027 gültiger Vertrag in Verbindung mit den starken Leistungen des 29-fachen Nationalspielers bringt den Bundesligisten jedenfalls in eine gute Verhandlungsposition. Wir machen weiter mit einer spektakulären Meldung vom FC Bayern. Georgi Sudakov zählt aktuell zu den spannendsten Jugendmittelfeldspielern Europas. Klopft auch der FC Bayern an? Der FC Bayern München hat angeblich Mittelfeldtalent Georgi Sudakov vom ukrainischen Topclub Schachtar Donetsk im Auge. Wie Calcio Mercato berichtet, zählt der deutsche Rekordmeister zu einer Reihe namhafter europäischen Spitzenvereine, bei dem Sudakov auf dem Zettel steht. Neben dem FC Bayern wurden auch Manchester City, der FC Barcelona, Juventus Turin, die SSC Neapel und der FC Liverpool als Interessenten genannt. Die Reds sind laut Calcio Mercato dabei bis dato der einzige Club, bei dem das Bemühen um Sudakov schon etwas konkreter wurde. Sollte sich Bayern intensiver mit Sudakov beschäftigen, würde ein möglicher Transfer jedoch sehr teuer werden. Der 21-Jährige, der im zentralen Offensiv-Mittelfeld zu Hause ist, hat im Februar nämlich einen neuen Vertrag bis Ende 2028 in Donetsk unterschrieben. Darin enthalten eine Ausstiegschance in Höhe von 150 Millionen Euro. Sudakov sorgte für diese Saison mit einigen starken Auftritten für Donetsk in der Champions League für Aufsehen. Insgesamt kam der ukrainische Nationalspieler in dieser Spielzeit wettbewerbsübergreifend bisher auf 25 Einsätze. Dabei gelangen ihm 5 Tore und 2 Assists. Für die Ukraine lief Sudakov bis dato 12 Mal auf. Ohne Probleme hat sich Ian Madsen seit seiner Leihe zu Borussia Dortmund zurechtgefunden und ist auf Anhieb Stammspieler. In einem Interview verrät der Niederländer, wieso er zum BVB gewechselt ist und spricht über seine Situation beim FC Chelsea. Für ein halbes Jahr trägt Ian Madsen das schwarz-gelbe Trikot von Borussia Dortmund. Bis Saisonende kann der BVB den Linksverteidiger des FC Chelsea ausleihen. Maßgeblich dafür waren wohl die Gespräche mit Edin Terzic und Sebastian Kehl, wie er in einem Interview mit den Guardian verraten hatte. Sie gaben mir Vertrauen und ich vertraue ihnen. Deswegen hat es so gut funktioniert, erklärte der 21-Jährige der Wechsel und blickte auf seine vorherige Situation bei den Londoner. Angesichts des Drucks, unter dem sie der Club ist, stehen für einen Trainer manchmal schwierig, alle spielen zu lassen, insbesondere junge Talente mit Potenzial, ordnete Madsen seine geringe Spielzeit ein. Man müsse als junger Spieler damit klarkommen, auch wenn es manchmal nicht fair sei, aber vielleicht ist es die beste Entscheidung für den Verein und andere Teamkollegen. Mir ist das bewusst, aber ich will Fußball spielen, verweist er auf seine Gründe für den BVB-Wechsel. Allerdings stellt Madsen auch klar, dass sein ursprünglicher Plan vorsah, bei FC Chelsea zu bleiben. Ich hatte meine Leihstationen durch und ich dachte, ich wäre bereit, gegen die großen Clubs anzutreten. Aber manchmal funktioniert es im Fußball so nicht. Obwohl er merkte, dass ihm nicht viele Gelegenheiten geboten werden, versucht er jede Möglichkeit zu nutzen. Man muss immer daran glauben, weil es im Fußball so schnell gehen kann. Der BVB bezeichnet er als großen Verein, in dem sich junge Spieler entwickeln können. Als Vorbilder sieht er wie Bellingham, Hakimi, Dembélé.
Ich bin froh, hier zu sein, erklärte er. Eine feste Verpflichtung aufgrund seiner Ausstiegsklausel über kolopierte 35 Millionen Euro und dennoch unwahrscheinlich. Noch unwahrscheinlicher ist allerdings eine Rückkehr zu Chelsea. War João Felipe im vergangenen Sommer bereits an derselben Straße, so war er im Transferwinter schon nur noch ein Randthema in München. Wie steht es also zur nächsten Saison mit dem eigentlichen Wechsel zum FC Bayern? Wie die Sportbild berichtet, ist eine Verpflichtung des Offensivmittelfeldmanns beim deutschen Rekordmeister vorerst kein Thema mehr. Weil Finn ist damit kein aktuelles Gedankenspiel mehr. Hatte sich der Portugiese noch auf seinen Wechsel nach München gefreut, scheint er dieses Szenario nun abhaken zu müssen. Damit ist es zwar nicht ausgeschlossen, aber doch unwahrscheinlich, dass er beim FC Bayern noch einmal in den Fokus gerät. Viel eher soll sich der Club nun auf Martin Zubimendi fokussieren. Durch seine Ausstiegsklausel von 60 Millionen Euro wäre vergleichsweise einfach, wenn nicht gleich gewiss nicht günstig, von Real Sociedad zu verpflichten. Hätte der FC Fulham im letzten Sommer noch einen passenden Ersatzkandidaten für Rafinha gefunden, so wäre der 28-Jährige bereits einige Spiele für die München auf dem Buckel haben. Stattdessen werden sich die Verantwortlichen also um Zubimendi bemühen, während andere Alternativen ausgelotet werden. Als ich gerade dieses Video aufnehme, kommt eine spektakuläre Meldung rein. PSG will im Sommer ein Angebot von 75 Millionen Pfund für Marcus Rashford von Manchester United abgeben, der als möglicher Mbappé-Ersatz gehandelt wird. Nachdem der erste Versuch im Jahr 2022 gescheitert war, will PSG nun offenbar einen erneuten Versuch wagen, um den 26-Jährigen nach Paris zu lotsen. Angeblich will PSG ihn für 75 Millionen Pfund von Manchester United verpflichten, da Paris-Stürmer Mbappé vor einem Abgang zu Real Madrid steht. Wie der Daily Mirror berichtet, will PSG Rashford verpflichten, dass sich die ihn auf den Abgang vom Mbappé vorbereiten, der wohl letzten endlich seinen lang ersehnten Wechsel zu Real Madrid vollziehen wird. Die Franzosen versuchten den 26-Jährigen im Jahr 2022 zu verpflichten, konnten ihn aber selbst mit einem Gehalt von 400.000 Pfund pro Woche nicht von einem Wechsel überzeugen. Rashfords Form in dieser Saison ist eher mäßig. In 27 Ligaspielen konnte er erst 7 Tore erzielen. Deshalb ist PSG wohl bereit, einen neuen Versuch zu unternehmen, Rashford zu verpflichten, obwohl United gerne 100 Millionen Euro für ihn bekommen würde. Der Club könnte jedoch zu einem Deal bereit sein, da sein Sommerbudget aufgrund der Financial Fairplay-Vorschriften gekürzt wurde. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob Rashford bereit ist, den Verein zu verlassen. So, und jetzt seid ihr mal wieder gefragt, könnt ihr euch einen Wechsel von Brahim Diaz und Marcus Rashford zu PSG vorstellen? Findet ihr, dieses Duo sollte im Sommer zu PSG wechseln und würde somit PSG einen guten Ersatz für Kylian Mbappé finden? Schreibt gerne eure Meinung wieder in die Kommentare, würde mich echt interessieren, was ihr so dazu sagt. Und was sagt ihr noch zu dem Top-Talent, den der FC Bayern verpflichten will? Findet ihr, es lohnt sich oder Bayern sollte eher auf andere Spieler setzen? Schreibt es auch gerne wieder unten in die Kommentare, würde mich echt auch interessieren, was ihr so dazu sagt. Abonniert jetzt auch diesen Kanal, um keine weiteren Infos rund um Fußball-News etc. nicht mehr zu verpassen. Like jetzt auch dieses Video, falls es dir gefallen hat und vergesst nicht, die Glocke aktivieren, um keine weiteren Infos rund um Fußball-News etc. nicht mehr zu verpassen. Schreib jetzt auch insgesamt deine Meinung zu den heutigen Themen in die Kommentare. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Schaut auch gerne nochmal unsere anderen Videos an, die musst du unbedingt auch noch gesehen haben. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen und ciao, ciao.